Stelle dir ein paar Bäche vor, welche sich zusammen in einen Fluss ergießen und diese dann in einen See und alles schließlich in einen Ozean. Genauso fließt Audio in deiner Audiosoftware. Zuerst eine Spur als kleines Rinnsal und zuletzt der Ozean als gesamter Song. In diesem Video zeige ich dir die 5 besten Tricks, um deine Tracks perfekt zu gainstagen. Und ich zeige dir, wie du einen kompletten Song in 5 Minuten gainstagen kannst. Bleib dran! Möchtest du sofort starten, ohne dich um komplizierte Details zu kümmern? Lade dir jetzt unser Mixing-Template herunter. Den Link zum Template findest du in der Beschreibung. Warum muss ich denn gainstagen? Die Antwort ist einfach, Herbert. Gainstaging macht den Mixprozess schneller und einfacher. Die Plugins tönen am besten, wenn sie im sogenannten Sweet Spot sind. Und du eliminierst damit unerwünschte Störungen innerhalb des Audioflusses von Anfang an. Wo kannst du denn überhaupt ändern? Okay, das kann schon ziemlich verwirrend sein. An all diesen Orten kannst du Lautstärke theoretisch ändern. Aber wo genau macht es denn auch Sinn? Ich empfehle dir dazu folgende Orte in deiner Audiosoftware, um Gain-Anpassungen zu machen. Erstens, du kannst ganz einfach ein Utility oder Gain-Plugin an den Anfang der Spur legen. In jeder Audiosoftware heißt das anders. Zweitens, im Audio-Sample selbst. Das ist unterschiedlich in jedem Musikprogramm, aber in Ableton geht das so. Du doppelklickst deinen gewünschten Clip, gehst zum Audio-Bedienfeld und änderst da den Gain des Clips. Das ändert also die Lautstärke des Audio-Files selbst. Drittens, im Originalsong gibt es noch die Möglichkeit, sofern die Spur noch nicht auf Audio exportiert wurde. Und das geht nur bei Instrumenten. Du änderst den Output deines Plugins direkt. In meinem Lieblingsplugin Diva zum Beispiel ist diese Einstellung in der Amplifier-Section ziemlich versteckt. Drehe den Regler herunter, wenn der Synth zu viel Ausgangssignal hat und das Signal kommt weniger heiß auf dem Kanal an. Viertens, jedes Audio-Plugin ändert die Lautstärke. Bei einem Plugin ist das noch überschaubar, bei mehreren hast du plötzlich plus 10 dB mehr in deinem Master. Die Lautstärke solltest du also auch wieder ändern, wenn du auf einer Spur Effekte wie Kompressor oder Equalizer benutzt. Aber warum eigentlich? Ganz einfach, weil lauter immer besser klingt. Ich habe mal den Test gemacht und einen ähnlichen Song einer Klasse vorgespielt. Der Laute wurde durchwegs als besser produziert aufgefasst. Wir müssen also vermeiden, dass das lautere Signal von unserem Hirn als das bessere bewertet wird. Wir kompensieren das lauter oder leiser machende Plugin einfach mit einem Gain-Plugin. Hier gibt es noch einen coolen Trick. Ich zeige dir das mal in der Software. Erstens, ich lade mal ein Kompressor-Plugin in eine Spur. Zweitens, ich passe die Empfindlichkeit des Kompressors an. Drittens, jetzt nehme ich ein Gain-Utility in den Track und lege es an den Schluss der Kette. Viertens, ich passe die Lautstärkeunterschiede kurz im Utility an, indem ich die Lautstärken vergleiche. Sehr praktisch ist hier der maximale Ausschlag, den ich immer wieder zurücksetzen kann und wo ich sehe, wie viel dB ich absenken oder zugeben muss. Den findest du im Kanalzug oben. Ich erhöhe also den Gain, falls ich etwas weggenommen habe. Ich senke den Gain ab, wenn ich etwas dazugegeben habe. Um das Resultat meiner Aktion besser vergleichen zu können, packe ich die beiden Geräte Effekt und Gain-Utility in ein Rack zusammen. Jetzt kann ich einfach das gesamte Rack an- und abschalten und habe das Resultat mit und ohne Effekt in derselben Lautstärke. Die School of Sound gibt es auch in echt. Die Classroom-Kurse kannst du in der Schweiz vor Ort oder online als Virtual Classroom besuchen. Außerdem bieten wir neben Online-Kursen, Masterclasses und Sample-Packs auch Einzelstunden an. Nicht alle Angebote sind immer verfügbar. Den Link zu unseren Angeboten findest du in der Beschreibung. Schon mal gut, dass du von minus 18 dB mal was gehört hast. Analoge und digitale Geräte unterscheiden sich ziemlich stark, wenn es um größtmöglichen Pegel geht. Es ist ganz einfach. In der analogen Welt ist der Wert 0 das Ziel, in der digitalen Welt ist 0 das Limit. Was meine ich damit? Analoge Geräte haben physikalische Grenzen, oberhalb derer ein Signal hörbare Verzerrungen erleidet. Die Verzerrung kann mitunter rund klingen, bei geringer Dosierung sogar angenehm und warm. Diese analoge Verzerrung wird oft gewünscht und manche VSTs emulieren genau diesen Effekt. Ich kann bei einem analogen Gerät also über die 0 rausschießen. Digital hat eine ganz eigene Grenze, eine Obergrenze, die wir 0 dBFS nennen. Oberhalb dieses Pegels können wir ein hartes digitales Clipping erhalten. Die Wellenform wird einfach abgeschnitten. Und das will niemand. Wir nennen das digitales Clippen oder digitale Verzerrung. Wenn wir die Pegel von digitalen Prozessoren einstellen müssen, müssen wir sicher gehen, dass wir genug Platz vor dem Verzerrungspunkt lassen. Wir nennen diesen Raum Headroom. Wir suchen nun eine Verbindung zwischen analog und digital, also eine Brücke zwischen den beiden Welten. Die wurde genau definiert und die meisten Experten sind sich einig, dass 0 VU aus der analogen Welt ziemlich genau minus 18 dBFS in der digitalen Welt entspricht. Du kannst also ungefähr auf minus 18 dBFS Durchschnittspegel abmischen und bist ziemlich nah am analogen 0 VU-Pegel.
Wie kannst du nun dBFS ablesen auf deinem Fader? Die Anzeige minus 18 dBFS habe ich dir bezeichnet, damit du sehen kannst, auf welchem RMS-Wert du dein Gain-Staging pro Spur einstellen solltest. Wenn Gain-Staging schnell gehen soll, kannst du dein Gain pro Spur auf den Wert von minus 18 dBFS anpassen. Dazu regelst du deinen RMS-Gain mit Clip-Gain oder Utility-Plugin auf diesen Wert herunter. Gut, hab's verstanden. Lass uns endlich Gain-Stagen. Es gibt ein paar gratis VU-Plugins. Erwähnen möchte ich die Pro Audio MVM2. Ich zeige dir mal, wie du den Pro Audio VU-Meter benutzen kannst. Ich ziehe mir also den VU-Meter auf eine Spur und kann direkt das anliegende Signal in der VU-Anzeige sehen. Was mir bei Pro Audio MVM2 gefällt, ist, dass ich direkt im Plugin drin das Referenzlevel anpassen kann. Standardmäßig ist das bei minus 18 dBFS eingestellt. Man kann es aber eben auf einen beliebigen Wert anpassen. Wenn dir also minus 18 dBFS eher konservativ vorkommt, du gerne lauter abmischen möchtest oder dein Musikstil nach mehr Pegel schreit, kannst du den Wert selbst anpassen. Und der letzte Tipp Nummer 5. Ich möchte dir jetzt zeigen, wie du einen kompletten Song in 5 Minuten gainstagen kannst. Erstens mal, ordne deine Tracks und schreibe sie an. Lege einen VU-Meter auf deinen Master-Out-Kanal in deiner Audio-Software. Danach setzt du das Volume von allen deinen Spuren auf 0 dB in der Spur. Nun suchst du die lauteste Stelle deines Songs, um den maximalen Ausschlag zu finden. Du gehst nun auf jede Spur und setzt den Gain, wie bereits angesprochen, hoch oder runter und pegelst die durchschnittliche Lautstärke bei 0 VU aus. Ganz wichtig, für den gesamten Prozess verwende ich den VU-Meter mit seiner VU-Anzeige und nicht die Fader-Anzeige in dBFS. Mit diesem Schritt ist dein Track nun bereit für den Mix. Ich mache jetzt noch einen groben, einfachen Mix nach Gehör und bringe die Kick und den Bass ein bisschen lauter und mache ein paar spontane Lautstärkeanpassungen hier und da. Das ist noch kein richtiger Mix, aber mal ein Anfang, damit ich mal ein erstes hörbares Resultat habe. Manche nennen das Mixen mit den Fadern auch die künstlerische Lautstärke. Wenn es vorher die rein technische war, möchte ich durch die Volumenanpassungen mit den Fadern einfach ein paar Elementen mehr Gewicht im finalen Mix geben. Willkommen zu meinem Tipp zum Schluss. Dies ist ein Ausschnitt aus einem längeren Video. Alle diese Themen möchte ich in diesem Video ansprechen. Warum machen wir Gainstaging? Wann, also in welchen Fällen machen wir Gainstaging? Wie erreichen wir optimale Gains? Und wohin sollen wir Gainstagen? Also was ist der Sweet Spot? Und ganz wichtig für die Übersicht, ich zeige dir das sowohl für analoge Hardware sowie digitale Audio-Softwares im Detail. Klicke das Video, um mehr zu erfahren. Klick, klick.